Apple Arcade! Dutch Roll and Single Core, Devolver Digital. Throughout the galaxy, a legend was told. On a distant planet, a grim fortress stood the gungeon! It was said to have held an artifact of impossible power, a gun that could kill the past. Most who saw the gun perished, and others languished for eternity in the gungeon's halls. Precious few, however, achieved their aims and took their shot. But in doing so, wound a time itself. As the gungeon becomes paradox and begins to shatter, the last of the gungeoneers must exit the dungeon! Woo, 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 woo. Ja, damit hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Test auf diesem Kanal. Heute mal was ganz anderes, und zwar spielen wir Exit the Dungeon. Ihr kennt vielleicht schon Enter the Dungeon, den Vorgänger, schon der Vorgänger von diesem Spiel. Dieses Spiel, wie ihr eben schon gesehen habt, kommt von Apple Arcade. Das ist ein Dienst von Apple, wo die ganz viele so kleine Spiele haben, wo man 5 Euro im Monat zahlt und dann kann man die alle ausprobieren, so viel man will, oder allgemein spielen, so viel man will. Meistens ist da sehr viel Scheiße drin, habe ich gehört. Dieses Spiel ist auch dabei. Enter the Dungeon fand ich richtig gut, also probieren wir jetzt Exit the Dungeon aus, und ich muss das jetzt halt auf mein iPad spielen. Und wir schauen einfach mal rein. Und der erste Monat bei Apple Arcade ist übrigens umsonst, also wenn ihr das auch probieren wollt und ein Apple-Gerät habt, könnt ihr das auch ausprobieren. Heil! Das Spiel gibt es übrigens nur auf Englisch, das ist ein bisschen schade, aber passt schon. Nur der tapferste und beste, ressourcevollste kommt so weit, lieber Gungeonier. Sei stolz auf dich, dass du zu ihnen gehören darfst. Wie auch immer, es sieht so aus, als wenn dein Schicksal nicht auf deiner Seite ist. Schuss bei Schuss, jeder Schuss der Waffe ist geschwächt. Und die Magie hält diese Welle zusammen. Wo du jetzt deine Zukunft weißt, muss dich deine Vergangenheit auch nicht mehr interessieren. Um zu überleben, musst du hier rausgehen. Was ich zu sagen versuche, ist, du musst den Dungeon verlassen. Du hast keine Zeit, um zurückzublicken und dahin zu gehen, wo du herkommst. Ich werde dich so gut es geht unterstützen und so. Und hier hast du eine Waffe. Aber bevor du rausgehst, solltest du zu Sir Manuel gehen, der wird dir alles erklären. Er ist der beste Master im ganzen Dungeon und wird dir helfen. Er ist genau da drüben. Danke, kleine Wache. Lol, haben die Wachen bei Enter the Dungeon auch schon mal geredet? Ich bin mir nicht sicher. So, wie geht denn hier die Steuerung? Ah ja, wir haben hier so ein... guck mal, ihr seht jetzt sogar, wo mein Finger ist. Lol. Oh, man kann jumpen, Leute. Und eine Ausweichrolle machen. Okay, also wenn ich auf meinen Typen raufgehe, dann mache ich eine Ausweichrolle. Und ich kann auch nach oben und dann so einen Hechtsprung machen. Also wenn ich auf meinen Typen raufdrücke, ihr seht ja, wo mein... Egal, so, hallo, Herr Sir Manuel. Wie geht's denn so? Oh, hallo, wieder, na du? Schlörp, schlörp, schlörp. Solltest du nicht weg sein? Dieser Ort ist nicht stabil, weißt du? Siehst du? Unstabil. Sie hat dich hier rüber geschickt, oder nicht? Ach, Mann. Brauchst du eine Auffrischung, wie man den Dungeon macht? Von mir? Sir Manuel? Ja, okay, mach ich mal. Ich mach's, aber ich werd's für euch überspringen. Och, Mann, oh boy, oh boy. Here we go. Let's do the thing. Yeah. Er hat mir einen Hut gegeben. Danke. Finde ich schön, wie das hier alles wie so ein Theater aufgebaut ist. Sogar die Kronleuchter sind nicht echt. Lol. Okay, also man kann, wenn man die rechte Seite hält und dann nach oben drückt, dann kann man so eine krasse Rolle nach oben machen und kann dann auch über mehrere Etagen rübergehen. Funktioniert ganz gut. Der Links- und Rechtsroller funktioniert manchmal nicht so toll. Hier schon wieder. Ich will eigentlich nach rechts... ich glaube, er ist einfach nur im Weg, deswegen geht das nicht. Aber der Hut geht immer mit. Das finde ich mal ganz schön. Sogar die Gegner hier sind aus Pappe. Also das Tutorial gefällt mir schon mal ganz gut. Steuerung ist auch ganz nice. Dafür, dass es halt ein Handyspiel ist. Oh, es geht mit dem Controller. Wie gut ist das denn? Also ich spiele
auf dem Dings hier, aber es geht mit dem Controller. Oh, das ist ja mega gut. Oh, jetzt habe ich auch endlich diese Disk eingesammelt. Ich weiß keine Ahnung, wie man das auf dem iPad mit den Händen machen soll, die Dinge einzusammeln. Oh, so ist das viel angenehmer. Holy shit, ist das angenehm mit dem Controller. Ich kann auf dem iPad mit dem Controller spielen. Okay, cool. Hi, na? Oh mein Gott, ich muss Endfight gegen Sir Manuel. Oh nö, aber er macht gar keinen Schaden. Alter, wieso kann er fliegen und alles? Okay, aber sehr cool. Aber mit dem Controller sehr viel geiler, als wenn man das jetzt wirklich mit den Fingern da spielen müsste. Ich hasse das ja irgendwie auf dem Handy und so solche Action-Spiele zu spielen. Aber ja, wir haben besiegt. Sehr gut. Danke. Oh, neuer Hut. Danke, jeder Markhüte. Danke für deinen Hut. Ja, so funktioniert alles sehr gut mit dem Controller. Also ich spiele jetzt mit dem Xbox-Controller, den man ja jetzt seit iPadOS mit dem iPad verbinden kann. Im Video ruckelt das gerade ein bisschen, sehe ich. In echt ruckelt das halt null. 6,5 Stunden später. So, okay, jetzt nochmal ganz kompliziert alles gemacht, indem ich jetzt mit AirPods am iPad spiele. Ich höre mich jetzt auch nicht selber, das ist alles richtig komisch und dann mit AirPods noch im Ohr und alles, weil am PC laggt das einfach zu sehr. Ich hoffe, das ist jetzt ein bisschen besser, wenn ich hier das so mache und das auf dem iPad quasi aufnehme. Oh Gott, ein Gegner. OMG. LOL. Okay, ich will hier nicht kämpfen, ich will hier einfach weg. Tschüss. Warum kam da ein Gegner raus? Ich glaube, das war einfach noch zum Weitertrainieren. Aber wir machen jetzt wirklich einfach mal die... Oh, ist das komisch, wenn ich mich selber so komisch höre. Warte mal. So vielleicht? Vielleicht ist das... Ja, so vielleicht? Höre ich mich? Vielleicht. Wie, ich darf da nicht rein. Lass mich rein. Ich muss doch hier Sachen machen. Hallo? Gungeneer, du bist zurückgekommen von Sir Manuel. Jetzt bist du bereit, um den Dungeon zu exiten. Unten sind auch noch irgendwelche Leute. Das sind wahrscheinlich einfach die anderen Charaktere. Okay, haben wir... Das sind einfach die Alten, ne? Wir haben hier die Jägerin mit ihrem Hundilein. Wir haben den Marientypen. Wir haben die Anzündungs-komisch-Typi. Den kenne ich hier gar nicht. Okay, ist da unten auch noch irgendwas? Hallo? Nö. Aber mit dem Controller sehr, sehr angenehm, muss ich sagen. So, ja, wir gucken einfach mal mit dem Standardtypen hier. Auf geht's! So, genau, das habe ich mir schon vorgestellt. Das ist nicht so wie Enter the Dungeon, sondern es wird so ein bisschen Railgun-Shooter-mäßig sein, weil es halt einfach nur auf dem iPad läuft. Obwohl das wahrscheinlich auch das richtige Spiel einfach abdecken könnte, aber das richtige Spiel ist wahrscheinlich ohne Controller ein bisschen kacke, kann ich mir vorstellen. So, Gungeneer, bei der Power des Kalibers, der Guten und der Bösen, lässe ich deine Waffe funkeln. Es sollte jede Sekunde sich verändern. Kaliber gibt seine Mächte zu dem, die surfen. Je nachdem, wie stark du im Kampf bist, umso besser und effektiver wird deine Waffe. Viel Glück. Danke. So, dann geht es immer los. Wir haben unsere erste Waffe. Da unten kommt ein Gegner. Da unten ist auf jeden Fall ein Geist. Keine Ahnung. Ich schieße einfach mal ein bisschen los und guck, was passiert. Okay, also es sind die gleichen Gegner wie auch... Holy moly. Wie weiß ich denn nochmal aus? Es sind dieselben Gegner. Ich habe eine neue Waffe. Wie bei Enter the Dungeon, aber alles wild querbeet durchgemischt. Okay, es ist so noch mehr Bullet-Shooter als das Enter the Dungeon auf dem PC. Howdy moly, ich habe schon wieder alles vergessen, wie alles geht. Man ist allerdings auch sicher, wenn... Ach, man kriegt immer wieder eine neue Waffe nach einer Zeit. Pro... Lol, okay, so ein Granatenwerfer ist ja kacke. Oh mein Gott. Pro Welle, die hier ankommt. Da oben ist ein Schild. Gib mir das. Pro Welle, die ankommt, kriegt man immer eine neue Waffe oder so. Oder alle paar Wellen. Gar keine Ahnung, Leute, wann das ändert. Aber man kriegt immer wieder neue Waffen. Wenn man hüpft, egal in welche Richtung, also auch wenn man nach oben oder unten oder auch zur Seite hüpft, das ist vollkommen egal. Laser-Check. Ist man unverwundbar vor den Bullets. Das heißt, man kann hier auch recht gut ausweichen, selbst wenn das jetzt so ein bisschen krass aussieht mit den Bullets. Aber es ist wirklich eigentlich gar nicht so schwer. Auch wenn ich jetzt schon zweimal getroffen wurde, wenn ich das richtig gesehen habe. Wo bin ich? Hier. Es kommt ein Boss oder was? Okay, es ist also auch nicht so, dass man die ganze Zeit einfach nur... Hilfe. Auf dem Elevator da rumsteht. Sondern es gibt auch verschiedene Ebenen. Ja, was ist da drin? Hätte ich vielleicht erstmal anschießen sollen. Ja, es gibt so... Lol, es gibt sogar passive Fähigkeiten oder was? Amulet of the Pit Lord. No Fall Damage. Es gibt Fall Damage. Alles klar, danke. Ah, das ist quasi so ein Bonuslevel oder was? Ist jetzt halt die Frage, ob man die nur bekommt, wenn man wirklich gut war in dem Elevator. Oder wann das kommt. Man weiß es nicht, oder? Ja, ich denk mal, es wird immer so 5 Wellen geben oder so. Wird leider nirgendwo angezeigt, gell? Aber wir sind jetzt, weiß ich nicht, oben wird halt angezeigt Welle 3 oder sowas, oben rechts. Aber was genau das jetzt bedeuten soll, gar kein Platz. Da, das Herz hätte ich doch gerne. Herz, komm wieder zurück. Und was bist du? Ein Ratchet Key? Keine Ahnung, Leute, ich bin hier ein bisschen verwirrt.
Aber es ist schon mal schön, dass man hier die ganzen alten Gegner aus Enter the Dungeon sieht. Vielleicht mit ein bisschen weniger Details. Ja, gebe ich zu. Warning, 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 OMG. Ich habe ja eine volle Leben, alles cool. Was haben wir denn hier eigentlich für eine komische Waffe? Es ist sogar der erste Boss. Den kennt man doch auch. Diesen His Majesty, den Canceller hier. OMG. Na, schaffe ich den ohne ein Leben zu verlieren? Ich glaube, wenn ich den nämlich auch schaffe, ohne ein Leben zu verlieren. Oh, never mind. Hätten wir mal ausprobieren können, ob man dann auch einen Lebensupgrade bekommt. So wie im Originalspiel. Ich habe übrigens neulich ein... Ach du Kacke, ich bin nicht schwach. Einen Kommentar bekommen, dass es irgendwas Neues gibt bei Enter the Dungeon. Da habe ich aber nachgeguckt und da gibt es gar nichts Neues. Der hat das allerdings auch auf ein altes Video bezogen. Aber meines Wissens ist das letzte Update ein bisschen her. Und das habe ich auch angeguckt. Was, das da oben will ich gerne haben. Alter, der Boss ist richtig stark. Das ist doch scheiße hier. Töte den. Oh mein Gott, ich sterbe halt. Ja, ich schaffe nicht mehr den ersten Boss. Hardcore, Alter. Hardcore. Heftig. Hä, aber meine Waffen waren auch kacke. Vor allem diese letzte da jetzt. Das war ja richtig schlecht. Cool, ich bin in diesem Spiel genauso schlecht wie in dem Original Enter the Dungeon. Das habe ich auch nie durchgespielt. Bin schon mal relativ weit gekommen, aber nie durchgespielt. Das ist mir eine zu krasse Bullet Hell hier alles. Hilfe. Ich weiß auch nicht. Aber es lässt sich tatsächlich sehr gut spielen mit dem Controller. Das finde ich sehr schön. Und auf dem iPad, also ich habe ja jetzt auch dieses iPad Pro angeb. Ich glaube, das hat 120 Hertz oder sowas. Und das ja, wirkt alles sehr flüssig und lässt sich gut spielen. Und wirkt toll. Von der Grafik auch schön, ist ja alles schön flüssig, auch von der Spielmechanik und so alles schön flüssig. Und kostet, wie gesagt, nichts, zumindest für einen Monat, weil da Apple Arcade noch umsonst ist. Ich bin mal gespannt, was es da sonst noch so für Spiele gibt, ob es da noch mehr solcher coolen Spiele jetzt gibt, wie dieses hier, oder ob da wirklich nur so ein Schwachsinn bei ist, weil dieses Spiel, da könnte man auch tatsächlich Geld für ausgeben. Also allein für Exit the Dungeon würde ich ja wohl 5 Euro bezahlen. Also zumindest einmalig. Hi. Ach, hier kann man sogar NPCs freischalten. Oh nein, du hast keinen Schlüssel. Wenn du einen großen Schlüssel siehst, dann bring ihn uns. Vielleicht ist das ja in der Kiste da oben. Vielleicht ist da ein Schlüssel drin, du. Tja, sorry, Leute. Aber hier gibt es auch NPCs. Das heißt, bitte komm wieder mit dem Schlüssel, wenn du sie hast. Okay. Das heißt, es ist wirklich alles genauso wie beim richtigen Enter the Dungeon. Nur, dass man hier halt nicht richtig im Dungeon ist, sondern nur in diesem Fahrstuhl quasi die ganze Zeit kämpft. Aber ich finde das gar nicht so schlecht. An sich, das Spielprinzip ist halt genauso wirklich wie beim richtigen Enter the Dungeon. Es gibt Bosse, es gibt Gegner. Man muss den Zeug ausweichen. Man hat hier allerdings mehr Chancen auszuweichen. Allerdings, wenn man das jetzt... Alter, diese Waffen. Wenn man das jetzt spielt ohne... Das war alles sehr hier. Ohne Controller, dann könnte ich mir das wirklich sehr, sehr schwer vorstellen. Ich glaube, ich würde hier richtig... Mich noch dümmer anstellen als jetzt schon, wenn ich ohne Controller spielen würde. Hilfe, so viele Sachen hier überall. Und dazu kommt jetzt noch, dass ich mich halt wirklich gar nicht selber höre und alles. Mit den Aufnahmen ist das ein bisschen komisch gerade. Aber an sich, mega cool, dass es endlich mit dem iPad geht, dass man da auch einen Controller anschließen kann. Ja geil, jetzt habe ich noch weniger Leben als eben. Wie soll ich das denn schaffen? Gibt es hier irgendwie einen Trick? Hilfe? Vielleicht mal die Blankets einsetzen? Die gibt es hier übrigens auch. Habt ihr vielleicht schon gesehen. Also diese Nichts. Das sind diese blauen Teile unter unserem Leben. Pow, pow, pow. Okay, jetzt strengen wir es mal an. Wir kriegen gleich leider wieder diese richtig doofe Waffe. Oh mein Gott. Oh, eine Weifel. Okay, das finde ich nicht so schlecht. Pow, pow, pow. Aua, oh nein. Come on, ich will den zumindest einmal besiegen hier. Hat er vielleicht einen Schlüssel dabei? Stimmt, wo findet man denn überhaupt die Schlüssel? Ja, ich habe verkackt, Leute. Das schaffe ich niemals. Alter, wieso sind denn diese Bosse hier immer so schwer in diesem Spiel? Wie soll man denen denn ausweichen? Ah, Death, you fell to Enter the Dungeon. Ja, danke. Noch schneller als eben. Geil. Mann, ey. So, jetzt gib mal irgendwas Tolles her hier. Oh, wir hatten andere Waffen. Also, das ist auch nicht immer gleich. Waren zwar sehr viele Waffen gleich, ja. Aber ich glaube, je besser man spielt und umso seltener man getroffen wird, umso bessere Waffen bekommt man oder so. Kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Jetzt haben wir die Mailbox. Oder ist halt, ist es, ich glaube, es ist wirklich einfach random. Ja, wofür man das Geld braucht, gar keine Ahnung, weil bisher haben wir ja noch keinen Shop gesehen. Vielleicht sind die Shops genauso random wie alles andere. Also, ob man jetzt eine Tour bekommt, wo irgendwas Tolles drin ist. Alter, ey. Oder NPCs, die man freischaltet. Oder aber einen Shop. Ich glaube, das ist alles random. Aber ansonsten
auch so von wo der Typ hinschießt. Ich glaube, da ist ein bisschen Auto-Aim mit drin, ja. Ich glaube, das kann man auch nicht ausschalten. Aber Auto-Aim ist ja ganz cool. Das gab's auch im Originalspiel, also alles tutti-frutti. Boah. Ist schon ganz schön aufregend hier mit so vielen Bullets überall. Wow, 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 wow. Man muss sagen, diese Fledermäuse sehen natürlich sehr viel weniger detailliert aus. Weil es halt auch auf dem Handy laufen muss, gell? Also auf dem iPhone. Keine Ahnung, ob das auch für Android gibt. Ich denke mal nicht, weil es halt Apple Arcade exklusiv ist. Oh nein, die Viecher gibt's ja auch. Warum gibt's hier diese Jungfrauen? Oh nö. Also ich habe nichts gegen Jungfrauen, aber gegen solche eisernen Jungfrauen dann schon. Heißt doch so, oder? Ich glaube schon. Was ist das denn auch schon wieder für eine komische Waffe? Okay, gib mir irgendwas Gutes. Moment. Erstmal alles aufsammeln, sonst kommt die Ratte und klaut mir das wieder. Das wollen wir ja nicht. Und irgendwas ganz Tolles. Eine Wabe! Be prepared. Haha, das ist witzig, weil Bee heißt Biene. Keine Ahnung, was das macht. Ich kann mir vorstellen, dass uns das vielleicht ein Herzchen gibt oder sowas. Wenn es uns schlecht gibt. Wäre zumindest ganz cool, nicht wahr? So, der kann doch sowieso nicht hier hochschießen, oder? Wenn wir ihn ein... Ja, easy. Wenn wir einfach die ganze Zeit von da oben abknallen. Ach du Kacke, ey. Ja, aber sollte man vielleicht nicht als Enter the Dungeon... Oh. Habt ihr es gesehen, Leute? Abtun, sondern eher als... Ja, so ein Bullet-Shooter. Also, ich kann mir vorstellen, jeder, der Enter the Dungeon gemocht hat, wird auch das hier mögen. Ist natürlich weniger Woke-like-mäßig, aber... Ah, fuck. Immer noch ein gutes Spiel. Ah, wenn wir getroffen werden, dann kommen die Bienen. Und man kann in der Luft hingehen und dann nochmal in der Luft ausweichen. Das heißt, man hat doppelte Ausweichchancen. Ist vielleicht auch für einige interessant, die das spielen wollen. Falls ihr das noch nicht wusstet. So, zwei Leben wieder. Und wir müssen wieder gegen den Chicken-Boss hier kämpfen. Also der erste... Oh, nee, neuer Boss. Ich dachte, der erste Boss ist immer derselbe. Okay, die gibt's ja jetzt auch. Bin ich aber gespannt, ob die einen auch... Die hat da irgendwas hingeschickt unten links. Warum? Das schießt auf uns. Oh mein Gott. Pow, pow. Oh, nein. Ob sie uns auch vergiften will. Oh, das schaffe ich schon wieder nicht. Ist das behindert. Los, meine Bees. Tötet sie. Tötet sie. Warum ist sie in so einer Bombe drin? Okay, das war ein sehr schlechter Blank. Tentacle. Nein, als ob. Ich schaffe diesen scheiß ersten Boss einfach nicht. Ich bin so schlecht in diesem Spiel. Das ist ja unfassbar. Nochmal, nochmal, nochmal. So, und jetzt Concentration. Wie habe ich das denn bitte beim ersten Try geschafft, mit drei Leben zum Boss zu kommen? Mann, ey. Aber diese Medusa-Tante da, die fand ich auf jeden Fall sehr viel angenehmer als den Major-Typen da, als den Consular. Ich hoffe, den kriegen wir jetzt nochmal, weil da habe ich wenigstens eine Chance gegen. Lol, was ist das denn für eine Waffe? Die kenne ich nicht mehr aus dem richtigen Spiel. Sieht aber interessant aus. Stimmt. Vielleicht gibt es hier sogar neue Waffen. Könnte ich mir zwar nicht vorstellen, weil warum sollten die hier neue Waffen reintun, aber nicht ins originale Spiel, wo die halt viel mehr Geld machen, glaube ich. Ich weiß doch gar nicht, wie werden die denn überhaupt bezahlt? Kriegen die einmal Geld von Apple, damit die hier was programmieren für Apple Arcade, damit Apple Arcade halt auch cool ist? Oder kriegen die je nach Spielzeit oder je nach Downloads oder sowas einen Teil von den 5 Euro ab, die man pro Monat zahlt? Man weiß es nicht. Oha, zackartung. Oh, ich wurde nicht getroffen, heftig. Ach, wir haben so eine Nagelpistole gerade. Oh, und das Dungeon müsste ich auch mal wieder weiterspielen. Das macht hier gerade irgendwie... Oh, diese Waffe liebe ich! Das fixt mich gerade an, dass ich Enter the Dungeon mal wieder spielen möchte. Aber immer noch nichts gefunden, wo man irgendwie... Oh, ein Challenge-Raum. Wo man eventuell irgendwo eine... Hilfe... einen Schlüssel finden könnte, um die NPCs freizuschalten. Ist halt auch die Frage, ob es hier... Oh Gott. Eventuell Geheimräume gibt und so. Aua. Das ist voll der assige Raum. Kann ich mal eine neue Waffe bekommen, bitte? Bitte? Ich weiß nicht, wann ich eine neue Waffe bekomme. Ich weiß nicht, warum ich eine neue Waffe bekomme. Ich weiß gar nichts. So, jetzt stirb aber endlich mal. Die können doch kaputt gehen, oder? Ja. So, komischer Geist kann auch weg und... Nee, ich habe keine neue Waffe. Was das für komische Waffen sind. Au, toll. So ein Scheißraum. Weh, ich krieg jetzt nicht wenigstens irgendwas Gutes. Zumindest ein halbes Herz. Toll. Jetzt muss ich wieder mit zwei blöden Herzen... mit zwei blöden Herzen gegen den Boss kämpfen. Bitte was Gutes? Das sieht gut aus. Power Charge. Nein, ich habe einen Dings eingesetzt. Ich wollte nur gucken, was das ist. Da. Power Charge. Aber man weiß nicht, was es macht. Toll. Nein, jetzt habe ich auch noch einen dieser Blanks weniger. Oh nö. Ich mache mir das Leben aber auch echt schwer. Oh.
Ach, ich bin doch gar nicht mein Boss. Ich muss hier noch kämpfen, Leute. Ah ja, das Teil gibt's ja auch, dieses D-Pad. Finde ich alles gut. Was ist das denn? Fleeting Defense. Okay. Das wird wahrscheinlich irgendwelche Sachen abwehren, wenn die mich getroffen hätten oder so. Okay. Man kann auf jeden Fall die Feuertaste gedrückt halten auf dem Gamepad. Heißt, man muss nicht die ganze Zeit spammen. Mache ich zwar gerade sowieso die ganze Zeit, weil ich das irgendwie auch gewohnt bin von Enter the Dungeon, immer alles zu spammen. Nein! Aber muss man nicht. Die Waffe ist auch kacke. Und ich sollte vielleicht nun auch nicht immer in die Richtung ausweichen, wo die angreifen. Ich hüpfe halt auch die ganze Zeit, nur ich nutze gar nicht diese nach zur Seite. Zur Seite Rollattacke. Wäre wahrscheinlich schlauer. Okay, so, 1,5 Leben gegen den Boss. Easy peasy. So, wer ist es? Medusa. Okay, sehr schön. Gegen Medusa ist einfacher. Die kommt auf jeden Fall von oben, genau. Concentration! Concentration! Das ist eine sehr einfache Attacke. Das ist, die ist auch einfach. Die ist auch einfach auszuweichen. Einfach auszuweichen. Einfach, 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 einfach. Diesmal kriegen wir die hin, jetzt ohne Witz. Wir haben noch einen Blank, das langt. Ein Blank langt. Ein Blank langt. Das ist ein bisschen assig, diese Attacke, aber geht auch noch voll klar. Ja, okay, so langsam habe ich es raus. Die ist auch einfach. Einfach, einfach, einfach. Das nervt ein bisschen, dass der ganze Bildschirm immer wackelt bei jedem möglichen Scheiß. Dabei dann noch ausweichen zu wollen, ist ein bisschen komisch. Kann man die Dinger abschießen? Ja, kann man tatsächlich. Dann schießen die ja nicht mehr ab. Au. Okay, ich setze mal so ein Blank ein. Sicher ist sicher. Aber auszuweichen, während sie einen angreift, ist auch nicht so einfach. Oh, die Waffe ist wieder kacke. Macht die wenigstens viel Damage? Ich kann halt nicht hüpfen, wenn ich angreife. Come on! Einmal den Boss besiegen! Einmal den ersten Boss! Einmal nur! Ja, ja, ja! Stirb doch endlich! Meine Fresse! Oh, wie schwer die aber sind! Oh ja, oh, so viel Stuff! Und sogar ein Herz. Also anscheinend kriegt man immer ein Herz. Increasing Health. Finde ich gut. Egal, ob man da Leben verliert oder nicht. Ah, und nach dem Boss gibt es immer einen Shop. Okay, haben wir das auch mal gesehen? Guck mal, da ist sogar die kleine Ratte. Hallöchen. Hey, du. Der Dungeon fällt auseinander. So, also, tja. Wir hatten zwar ein paar Unterschiede in der Vergangenheit, aber mit der letzten Stunde können wir zusammenarbeiten, oder? Komm schon, wir sind doch beste Freunde. Ich habe hier sogar ein Geschenk für dich. Guck hier, ein Schlüssel. Ja, gib her, wo ist der Schlüssel? Ach, den hier. Ja, okay. Ich guck erstmal beim Shop. Ah, lol, guck mal. Wenn ich hüpfe, dann spawnt so eine Mini-Bombe hinter mir. Das ist ja nett. Aber hallo, Shopkeeper. Willkommen, ich bin Mello. Aber anscheinend hat er nichts, was ich kann. Doch, hier! Ah, okay, ich könnte. Wir kaufen ein Herz oder ein Blank. Lighty Trigger Finger. Okay, das sind wahrscheinlich hier passive Sachen. Ich finde diese Katze oben sehr süß. Und auch das neue Shop-Icon ist sehr, sehr hübsch. Amulet of the Pit Lord. Keine Ahnung, ey. Lieber Herzen? Komm, wir kaufen ein Herz und mehr können wir nicht kaufen, weil uns genau einer noch fehlt. So, hier, den Schlüssel nehmen wir auch mit. Excellent! Jetzt gehe weiter und mache irgendeinen coolen Scheiß. Okay, also in diesem Spiel ist die Ratte für einen. In dem ersten Dungeon war das ja noch so, dass sie einen immer alles geklaut hat, wenn man was liegen gelassen hat und war voll der Blödmann. Der Ratti-Reiner, Rat, Rat, Rat. Oh, okay, neue Stages auch. Also die. Oh, ja, 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 ja. Also die Stages sehen auch anders aus. Das finde ich sehr gut. Finde ich Knorke. Kann man die vernichten, du? Okay, die kann man nicht angreifen. Wie unfair ist das? Ah, okay, ich verstehe. Guck mal, wir können hier zur Seite und so. Das ist eine Plattform, die wir nach links und rechts schieben können. Ja, geil. Das gefällt mir doch gut. Das finde ich wirklich... Das ist toll, Leute. Also, die haben sich auch Gedanken gemacht bei diesem Spiel. Tatsächlich. So, wir haben jetzt einen Schlüssel. Vielleicht ist das für die. Hier, ich habe einen Schlüssel. Did you bring the key this time? Ja, hab ich. Vielleicht musste man die vorher sogar gefunden haben. Einmal. Und sie nicht retten tun konnte, damit man sie jetzt retten kann. Oh, endlich. Danke. Wir sind dann bei einem Ochs. Ach nee, der Typ heißt Ochs. Aber wir sind hier gefangen, bla bla bla. Oh, so ein Drama. Naja, wie auch immer.
wir kommen an diesen komischen Platz da und dann sind wir da und danke, danke. Danke, danke, danke. Tschüss, tschüss, tschüss. Bye, bye. Ich glaube, die habe ich auch als erstes... Später! Ich glaube, die habe ich auch als erstes freigeschalten beim Enter the Dungeon. Oh Gott, ey. Ich glaube, den zweiten Boss besiege ich sowieso nicht, Leute. Aber diese Waffe ist gerade sehr cool. Aber die Stage ist schon so ein bisschen assig, ne? Mit diesen komischen... Komm, wir schieben die alle mal zur Seite hier, damit sie uns nichts mehr anhaben können. Jetzt ist hier Musik-Action, aua! Hä, kann man die doch vernichten? Jetzt bin ich verwirrt. Ich dachte nicht. Die Waffe kenne ich auch gar nicht. Gibt's die wirklich alle bei Enter the Dungeon auch? Oh, Boss und mit diesen komischen Dingern. Wir fahren mal weg von denen, weil sonst nerven die. Ah! Was passiert denn jetzt? Okay, wir müssen im Fallen kämpfen? Doch nicht. Eine Katze! Die ist ja wohl neu. Hey, die kenne ich wirklich nicht. Au. Ja, Volleyball-Action! Aua. Werfen wir dann Volleyball? Jetzt echt? Mit dem Volleyball gegen die Katze. Oh Gott. Hat die Schaden, wenn sie mich berührt? Aber der ist ja wohl auf jeden Fall neu, diese Katze. Miau! Diese Geräusche. Nein, bitte, tu mir nicht weh. Aber sieht eigentlich ganz gut aus, dass wir auch die schaffen könnten. Ja, wir haben schon die Hälfte ihrer Leben weg. Zack, zack, zack. Ich habe jetzt leider nicht drauf geachtet. Ich glaube aber, wir haben auch neue Blanks bekommen. Also nach jedem Boss kriegt man, glaube ich, 1 bis 2 Blanks. Ist also genauso wie im Original. Ich nenne das jetzt einfach Original und das hier ist keine Fälschung, aber halt auch nicht so richtig der zweite Teil. Guck mal, die kriegen... Aua, okay, sie hat Berührungsschaden. Aber die kriegen wir auf jeden Fall tot. Sorry, kleine Katze. Oh, du warst so süß. Du warst so süß. Und anscheinend braucht man hier auch diese Haardinger, um neue Sachen freizuschalten. Später. Hot Rock. Okay, endlich mal ein guter One hier. Die ersten Nummern waren halt richtig kacke, aber jetzt läuft. So, Hallöchen. Jetzt bekommen wir nix. Was hast du sonst so? Blank, ein halbes Herz können wir kaufen. Aber ich glaube, so ein Amulett ist besser, gell? Und es sind beides dieselben Amulette, deswegen scheißegal. Keine Ahnung, was es macht, aber passt schon. Ach, nur Fall Damage, genau. Aber wann hat man denn Fall Damage in diesem Spiel? Gar keine Ahnung, Leute. Gibt's sowas überhaupt? Oh Gott, Bonus Stage. Ich glaube, wir müssen aufpassen, dass die... Oh oh. Dass die... Ja, genau. Scheiße, dass die Luftballons unter uns nicht kaputt gehen. Weil wenn die kaputt gemacht werden... Ah, ich habe so eine Waffe, die aufgeladen wird. Dann haben wir weniger Platz hier. Das ist jetzt aber nicht so cool. Und diese Waffe kann man leider nicht gedrückt halten. Oh oh. Okay, nee, die verschwinden einfach irgendwann. Man muss halt aufpassen, dass man auf den Plattformen stehen bleibt. Okay, interessant. Da oben ist noch so ein Teil, das mich beschützt. Das hätte ich gern, danke. Hui. Ey, ich bin aber überrascht, dass das wirklich... Na, oh Gott, so gut funktioniert. Und hier bringt, glaube ich, unser Fall-Damage-Ding was. Wenn wir jetzt runterfallen, dann verlieren wir vielleicht keine Leben. Okay, ausprobieren. Ja, tatsächlich. Oder? Ich glaube, ich habe gerade keine Leben verloren. Das heißt, dieses Pitfall-Ding ist hier richtig gut gewesen. Nice. Aber das genau im richtigen Moment gekauft. Was gibt's hier jetzt? Ach, wieder Gegner. Alles klar. Aber gegen meine Blubber-Attacks könnt ihr gar nichts. Blubbi, 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 blub, blub. Blubbidi, blubbidi, blub, blub, blub. Ich sagte blubbidi, blubbidi, blub, blub, blubbidi, blub, blub. Okay, die kenne ich tatsächlich alle, außer diesen Grüngeist. Den habe ich noch niemals in meinem Leben gesehen. Bist du der Kiestengeist? Hä? Der hat einfach unsere Gegner angegriffen. Was denn los bei ihm? Eine große Kiste. Ich finde es gut, dass man hier keine Schlüssel braucht für die Kisten. Und it harder, let's often? Was? It's harder, let's often? Keine Ahnung, was das bedeuten soll. 2 Leben haben wir noch. Und schon wieder diese komischen Dinger hier. Diese Luftballons. Also diese Stage finde ich ein bisschen komisch. Aber auch geil, dass jede Stage so ihren eigenen Kniff hatte. Also die erste Stage war halt so ganz normal. Jetzt können wir auch nochmal nachgucken. Ne, wir kriegen tatsächlich gar keinen Schaden. Also dafür ist der, dieser Pitfall-Ding. Die zweite, da kommt man seine Plattform selber bestimmen, wo sie hinfliegt. Und in dieser Stage verschwindet einfach die Plattform, auf der man steht. Finde ich echt nice. Also die haben sich echt Gedanken gemacht. Ein Glück ist das egal, ob wir hier runterfallen oder nicht. Ich kann einfach alles mitnehmen, Leute. Vorhin, dann sind wir kurz sogar unantastbar, ne, wenn wir runterfallen. Also ich glaube, mit diesem Pitfall-Teil ist man hier in dieser Stage sehr OP. Ja, wir fallen einfach mal runter. Bin ich kurz unverwundbar und dann kann ich wieder alles töten. Ja, cool. Banane-Tag! Bananarama, Bananarama. Diese Waffe ist sehr langsam, aber sie tötet dich. Hui! Das Runterfallen macht Spaß.
Ach man, und um mich rumfliegen so viele Sachen. Was bist du denn für ein Viech? Okay, den kenne ich auch nicht. Sieht aus wie so ein böser Superman. Was kann der? Okay. Okay. Nee, da habe ich aber gar keine Lust zu. Hier, spüre meine, keine Ahnung was, Waffe. Aua. Ich kann mir aber vorstellen, dass einige vermissen, dass man hier tatsächlich seine eigenen Waffen quasi zusammenreimen kann. Dass man hier die Waffen nicht wechseln kann. Oh Gott, ich werde gegen den sterben. Komm, das weichen wir noch so aus. Aber die nächste krasse Attacke... Okay, das war keine krasse Attacke. Aber da hätte ich den Blank eingesetzt. Scheiße, jetzt habe ich bei irgendeiner Billo-Attacke meinen Blank eingesetzt. Ja, den kriege ich nicht tot. Oh Gott, das war knappi. Nein! Okay, okay. Bullet, Bullet. Bullet, Bullet, Bullet. Bullet, 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 Bullet. Bullet, Bullet, Bullet. Ah, diese Hände sind voll assig. Bullet, 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 Bullet. Bullet, 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 Bullet. Die Bullet... Ah! Waffe ist schon ganz schön cool, muss ich sagen. Bullet, 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 Bullet. Bullet, 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 Bullet. Oh, jetzt ist sie weg. Nein, oh Gott. Wie ist das alles knappi? Oh, nö, 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 oh, nö. Diese Hände! Geht doch einfach weg. Okay, hier werde ich sterben. Hier werde ich sterben. Hier werde ich... Okay. Krass. No. No. Ah, ich habe nicht aufgepasst. No, das hätte ich locker besiegen können. Okay, aber wir haben jetzt einiges vom Spiel gesehen. Ich glaube, diese Folge wird jetzt einfach sogar viel zu lang dafür. Dafür, dass ich das nur kurz anzeigen wollte. 13 Minuten, der letzte Dings. Zwei Bonus, oder? Wir hatten noch viel mehr. Jetzt gucken wir nochmal kurz, was wir damit machen können. 11 Stück haben wir. Guck mal, hier oben ist ein neuer Dude. Hi. Hey, du Pilot. Erinnerst du dich an mich? Ich bin Taylor, der Tinker. Ich mache diesen Elevator. Aber dieser Ort macht es nicht mehr lang. Okay, also er ist der Elevator-Dübi. Wieso der so böse guckt? Keine Ahnung. Ich glaube, beim richtigen Spiel war der ein bisschen netter. Es gibt anscheinend noch eine Schmiede und da kommt auch noch irgendwas hin. Hier unten kommen bestimmt ganz viele NPCs hin. Hier neue freischaltbare Charaktere. Hat die immer noch ihren Hund dabei? Was meint ihr, Leute? Scheinbar nicht. Schade, Schokolade. Dann haben wir hier noch den Shop. Den haben wir gerade freigeschalten. Hallo, ich hätte gern Sachen. Hier kann man neue Sachen freikaufen, die dann im Spiel selber auch wieder zu finden sind. Also sehr, sehr viele Ähnlichkeiten zu Enter the Gungeon auf PC. Nur halt, dass man das hier überall spielen kann. Klar, es gibt auch ein Enter the Gungeon auf der Switch. Ich würde, glaube ich, Enter the Gungeon auf der Switch vorziehen. Aber da das hier ein Handyspiel ist, ist wirklich ein sehr, sehr gutes Handyspiel, muss ich sagen. Also es spielt sich gut, vor allem jetzt mit der Möglichkeit, dass man das auch mit dem Controller spielen kann. Mega geil. Ja, dann würde ich sagen, was ist aber mit diesem Let's Test? Ich bin sehr gespannt, ob ich das zusammenschneiden kann, vor allem weil mein iPad das die ganze Zeit aufgenommen hat. Ich hoffe, das ist jetzt nicht voll, weil ich einmal was aufgenommen habe. Oder würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Wenn euch der Part gefallen hat, lasst ein Like da und ja, dann tschüss.